Ode an die Leute. Hallo, mein lieber Frank. Aus dem wilden Westen sende ich dir meinen herzlichsten Dank in meine Geburtsstadt im schönen Sachsen, wo dir so viele wundervolle Ideen erwachsen, die du ja zum Glück auch immer gleich packst bei den Haxen. Mit viel Liebe hast du dort etwas aufgebaut, dem ich fast immer gerne zugeschaut. Du batest uns Zuschauer um konstruktive Beiträge kreativer Art. Dies brachte meine Inspiration ja dann auch so ziemlich gleich in Fahrt. Denn ihr habt euch neulich unterhalten über Gott und was die Welt im Innersten zusammenhält. Der Engelmeier Frank hat kurz davor auch etwas leider ein bisschen Widersprüchliches ins Netz gestellt. Er sagte, dass spirituelle Menschen sich nicht würden von rein Verkopften unterscheiden. Es aber wohl scheinbar übernatürliche Yogis gäbe, diese aber müssten wohl ziemlich leiden. Müssten sie ja jegliche sexuelle Erregung meiden. Wie solle ein fleischlicher Mensch wie wir denn diese Selbstkasteiung nur beneiden? Bueno. Dies aufzuhellen drängt es mich schon. Klären wir also zuerst die Frage, was bedeutet eigentlich dieses kleine Wörtchen Religion? Rückbindung heißt Religion ins Deutsche übersetzt. Zu dem, womit wir Menschheit einst engstens vernetzt. Zu uns selbst und unseren Gefühlen. Es ist nicht leicht, sich mal richtig selbst zu spüren. Es bedarf viel Disziplin und auch viel Mut. Wer dies erreicht, ist komplett geheilt und fühlt sich nicht nur einfach gut. Er fühlt die Liebe durch sich fließen. Einfach göttlich, dies zu genießen. Viele Menschen sind auch getrennt von Mutter Erde, der Natur. Eine Rückbindung zu ihr erfolgt auch durch Liebe nur. Fehlt zur Dreifaltigkeit nur noch die Rückbindung zu der Energie, die überall und immer da. Warum im Äußeren sie suchen, wenn überall doch eigentlich auch so richtig nah? Und immer da ist nur das Jetzt. Ein Mensch sich deswegen am besten einfach mal hinsetzt und anfängt, über seine Nasenspitze in sich hineinzusehen. Mal komplett vergisst, was er denkt zu wissen von der Vergangenheit, sich von Wünschen und Sorgen für die Zukunft mal komplett befreit und zum Augenblick gesagt, verweile doch, du bist so schön. Dann wird sich das Jetzt bis ins Unendliche ausdehnen. Ganz und gar in sich versunken findet der Mensch in sich den Götterfunken und ist verbunden mit überall und immer da, über die Energie der Liebe, die so wunderbar und Namen hat, wie Prana, Orgon, Gott, natürlich auch Ki. Wo ich dies gelernt habe? Das glaubt ihr mir nie. Auf Nuviso, da gibt es eine Vorlesung von Bernd Senf zu Wilhelm Reich. Wie dieser die allgegenwärtige Energie entdeckt hat, wird erklärt. Und sogleich, wie Mensch sich mit sich selbst verbindet. Durch sanftes Auflösen seiner Traumata die Distanz zu sich selbst zunehmend schwindet. Die Praktiken, die von Reich und Senf empfohlen, sind fast so gut wie von den antiken spirituellen Meistern gestohlen. So entdeckte Wilhelm Reich einen essentiellen Teil von dem, was den Menschen wieder lässt werden heil. Drum wurde er auch von der herrschenden Meinung als Ketzer verleumdet und verbannt. Und seine Bücher wurden erst von den Nazis, dann von den Amis einfach so verbrannt, wie das auch schon vor dem Mittelalter und bei der Invasion in Amerika Anwendung fand. Auch in Korea, besetzt von China, herrschte für spirituelle Meister ab und zu ein viel zu feuriges Klima. Jedoch lebten diese oft in Wäldern und in Höhlen als Eremiten und auch deren Schüler die geheimen Aufenthaltsorte den Schergen nicht verrieten. So überlebte das versteckte Wissen von Mund zu Mund, ja sogar bis zur heutigen Stunde, in welcher die Globalisierung nun dazu führt, dass auch der Westen tatsächlich wieder davon profitiert. Auch wenn er es ablehnt, als fern der Wissenschaft, ein Mensch nach dem anderen seine Rückbindung dank der antiken Techniken schafft. Dazu beitragen möchte ich auch meinen Teil. Darum biete ich im Internet die Fusion der Senfschen Vorlesung
mit den Praktiken meines taoistischen Meisters feilen. In der Playlist Sonno, die perfekte Gesundheit, steht für jeden kostenlos das derzeit noch elitäre Wissen bereit, auf das sich die ein oder andere Seele befreit. Des Engelmeier Franks Befürchtung möchte ich auch vorab noch zerstreuen. Mein lieber Frank, die Anwendung des Yogi-Wissens wirst du auf keinen Fall bereuen. Natürlich kannst du dich auch während der Rückbindung noch weiterhin der sexuellen Reize deiner liebsten Shanti erfreuen. Natürlich gibt es auch in dieser Frage nicht nur schwarz oder weiß. Seinen eigenen Weg zu finden, halten wir beide doch eher für weiß. Darum ich hiermit auch eine jede und einen jeden herzlichst einlade, in sich zu entdecken, die wohl wundervollste Gabe. Zu allerletzt noch meinen Dank an alle, an uns Zuschauer, an Julia, Katrin, Georg, Thomas, Götz, Lars, Uwe, Robert, Frank und Frank. Dankeschön.